Tordal, mach mal. Jetzt würfel ich wahrscheinlich wieder schlecht. Wenn ich. So. Tordal und Wilhelm, ne? Und ja. Octavius und Krai. Wo sind wir gerade? Moment. Ja, ich sehe uns. Ja. Dann ist das das Team von Wilhelm und Tordal. Ja, und während ihr euch auf die Szenerie, die immer noch in eurem Holm blinkt, begebt, da könnt ihr sehen, wie vor euch eine Gruppe von vier Salamanders auftaucht, die euch kurz einmal mustert, euch zunickt für den Imperator. Dann werden vier Bolter auf euch gerichtet und geschossen. Kriegen wir das über unsere Helmsysteme mit, dass unsere Brüder beschossen werden? Also kannst du vielleicht was sagen? Ja, sonst nicht. Ja, definitiv. Ich muss genug gerade am Würfeln. So, ich guck gerade. Vor mir sind sie safe dran. Ich habe eine 6. Ja, solange ihr nichts sagt, können die anderen euch auch nicht unterstützen. Genau. Wir beginnen mit der neuen Tordal. Du siehst, wie die Bolter auf dich abgerichtet werden und vier Salamanders, die jetzt mit den Worten für den Imperator auf euch schießen. Ja, ich würde auf jeden Fall erstmal in die Deckung springen und währenddessen gleich den Funk zu Octavius richten. Bruder Octavius, Salamanders schießen auf uns. Bruder, bestätigen. Friendly Fire? Positiv. Vier grüne Salamanders direkt vor uns feuern uns auf uns. Wir erwarten Befehle. Nicht angreifen. Gebt euch zu erkennen. Du bekommst einen Bonus von 20 auf dein, was ist das, Ausweichen oder, nee, gar nicht, wenn du in Deckung springst, dann wird dein Rüstungsschutz erhöht. Ich würfel jetzt einfach mal und zwar mit 4W100, weil ich bin jetzt dran, jeweils 2 auf Wilhelm und 2 auf Tordal. 71 nicht, 59 ja, 46, das sind 3 Treffer, der erste geht auf Tordal. Tordal wird getroffen. Was macht ein Bolter? 3W10 plus. Also mein Heavy Bolter macht 2D10 nee. Plus. Nee, der ganz normale. Plus 5. Und der ist 5. 3W10 plus 5 und Wucht. Beziehungsweise. So, aber wir dürfen, glaube ich, noch ausweichen, richtig? Meinetwegen darfst du auch ausweichen, ja. Aber dann verlierst du auch deine Deckung wieder. Würde 18 Schaden machen, 18 DS5. Nö, dann brauche ich nicht ausweichen. Ja, also hinter der Deckung bist du auch gerade ganz gut bedient. Und ja. Wie gesagt, 2 Bolter, die jetzt in Richtung von Wilhelm abgeschossen werden. Das ist einmal, och Junge, wir ziehen die 6 raus in 21 und wir ziehen die 3 raus in 16. Der eine trifft mich am Kopf, macht der Mann deswegen Bonusschaden? Nee. Okay. Das ist nur eine andere Rüstung. Dann kriegen die ich in beiden Fällen 11 Rüstung. Und die Jungs machen einmal 21, einmal 16. Also kriege ich 10, 15 Schaden, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. 15 Wounds. Das scheint mir ein bisschen viel. Nee, aber ich kam auf das Ergebnis. Ja, okay, gut. Du hast ja auch zweimal getroffen. Ja, dann kann das sein, ja. Ja, 15 Wunden, dann hast du noch wie viel? 5, 6? 8. 8 noch, okay. Nochmal kannst du das nicht. Gut, ich habe auch noch nicht reagiert. Ja, ich weiß, nochmal, du darfst. Kann ich auf der allgemeinen Frequenz mal einen Funkspruch loslassen? Klar. Hier spricht Ultramarine Octavius von der Deathwatch. Feuer einstellen an alle Salamander-Krieger. Deathwatch ist unterwegs. Wir sind nicht der Feind. Wilhelm, was willst du tun? Also ich glaube erstmal, welche Deckung gehen, weil ich sonst gleich tot bin. Ja. Und dann schieße ich nicht. Okay, dann schießt du nicht. Nächste Kampfrunde. Die Salamanders ziehen sich zurück. Verschwinden wieder in einem der schwarzen Deckungen und sind weg. Brüder, was ist los bei euch? Naja, schwer getroffen. Ich
denke, es wird eine von den Lungen zerfetzt haben. Aber ansonsten einsatzbereit. Was ist mit den Salamandern? Hier spricht Captain Akutai. Wo bleibt ihr? Wir haben hier gerade ein Problem, Captain. Wir sind auf Salamander getroffen und die haben das Feuer eröffnet. Was ist hier los? Lehrt uns auf. Die Salamanders haben geschossen. In der Tat. Sie scheinen wohl mit unseren Methoden nicht einverstanden zu sein. Sie haben uns immer wieder kontaktiert. Deswegen schießen sie auf uns? Ein Moment. Ihr Captain Akutai, eure Hilfe ist nicht mehr vonnöten. Wir haben den Abschaum beseitigt. Die White Scars müssen nicht gerettet werden von der Death Watch. Wir schließen jetzt zu eurer Position auf. Ja, dann könnt ihr einen Ping erkennen, was wohl wieder von Akutai zu kommen scheint. Und dann hört ihr das Donnern von Motoren in eure Richtung. Ja, da könnt ihr mir verraten, was hier los ist. Ich möchte jetzt anfangen, diesen Salamanders nachzusetzen, die auf mich geschossen haben. Etwas Unmögliches ist gerade passiert. Bruder hat auf Bruder geschossen. Ja, die Geschichte das möchte dir widersprechen. Gib mir mal Spuren lesen. Ja, gerne. Denn das brauchst du jetzt mal wieder. Brüder, lasst uns sammeln. Das ist hier zu verworren, um aufgeteilt hier irgendwo zu sein. Wir müssen unsere Stärke wieder erlangen. Lasst uns sammeln in der Mitte. Positiv. Wobei, Bruder Wilhelm, wartet. Also ich habe 42 gewürfelt und meine Intelligenz ist genau 42. Reicht das dann? Ja, du bist der Meinung, dass du die Gefährten von 4 Salamanders finden solltest. Trotz der Dunkelheit, mit deinen Helmsachen, du solltest die finden. Aber sie sind verschwunden. Und du bist auch der Meinung, dass die Salamanders die letzten sind. Also wenn die White Scar schießen... Okay, das kann sein. Und auch die Iron Hands, wenn die schießen, klar, lass die das nicht hören, aber die Salamanders, wenn die letzten, die schießen. Wie viel Kontakt hatte ich mit Salamanders, bevor ich diese Herren da getroffen habe? Also wahrscheinlich nur in der Death Watch. Kann halt sein, dass du mal als Imperial Fist eine Mission mit den Salamanders geflogen bist. Deren Ausrüstung würde jetzt mit dem übereinstimmen, was ich für einen Standard-Salamander Ausrüstung halten würde. Also mir ist jetzt nichts aufgefallen, was ungewöhnlich ist oder ähnliches. Also die haben die beste Ausrüstung, die du irgendwie kriegen kannst. Ob die jetzt mit Boltern auf die schießen würden, vielleicht eher mit Flammenwerfern, das wäre so eher das, was die Salamanders lieben, ne? Mit Feuer zu spielen. Meinetwegen auch mit Meltern, wenn sie besonders verheerend sein wollen. Die schießen auch überhaupt nicht gerne auf Menschen oder, ja, Astartes ja sowieso nicht. Mit den Verräter-Marines könnten sie vielleicht sogar noch sowas wie Mitleid haben. Wo sie überhaupt kein Mitleid erkennen, ist Xenos. Also Xenos-Abschaum wird ausradiert, ohne Wenn und Aber. Normal, also ja klar, die benutzen auch Bolter, vor allem die hochwertigen, aber eher Flammenwerfer, wenn sie die Wahl haben. Bruder Wilhelm, du bist doch angeschossen worden, korrekt? Also ich nehme an, bei so viel Schaden, dass meine Rüstung durchschlagen ist und ich vermutlich gerade blute, dass ein normaler Mensch schon tot wäre, richtig? Ja, natürlich. Also ich will darauf hinaus, bist du dir sicher, dass das Bolter-Beschoss war oder war das irgendwas Xenoartiges? Ich schaue mir mal das Loch in meiner Brust an und möchte eine Einschätzung darüber abgeben. Ja... Gemeinsam mit eurem Apothekarius, der selbstverständlich auch irgendwo hinter euch auftaucht, könnt ihr das als Bolter-Munition, Standard-Bolter klassifizieren. Ganz typisch. Naja, Bruder, das Loch stimmt überein. Und wenn ich meine Erfahrung mit dem Bolter bewerten sollte, auch meine inneren Verletzungen. Ja, währenddessen könnt ihr hören, wie die Bikes um die letzte Ecke biegen und dann seht ihr drei von den White Scars, die mit zerkratzten Rüstungen vor euch auftauchen und euch anstieren. Sehr finster haben ihre Helme dann noch abgenommen, trotz dieses merkwürdigen Signals auch, was Tordal geschmerzt hat.
Also gut, was spielt ihr hier für ein Spiel? Warum habt ihr uns nicht geholfen? Wir haben Funk von euch erhalten, dass wir euch nicht mehr helfen sollten. Wir haben mittlerweile unsere Probleme beseitigt, das stimmt. Wir wurden aufgehalten. 4 Salamander haben auf 2 unserer Brüder das Feuer eröffnet. Wir sind noch am herausfinden, was da gerade passiert ist. Ob wir irgendwie getäuscht wurden, vielleicht durch irgendeine Art Xenotech. Ja, es rauscht ein weiteres Mal in deinem Vox, dein Ohrstecker. Und dann kannst du die brummige Stimme von einem Salamander hören. Hier spricht Sergeant Sunwan. Ihr seid auf uns getroffen? Ja, ich übermittle denen unsere Bildaufzeichnungen von den 4 Salamandern, die auf Bruder Wilhelm und Tordal geschossen haben. Könnt ihr diese Brüder identifizieren, Sergeant? Einen Moment, wir prüfen. Ist sicher. Das werde ich so leicht nicht auf mir sitzen lassen. Wir haben einige von den Taugewehren gefunden. Wir auch. Ja, definitiv auch. Wir werden sie für das, was sie tun, büßen lassen. Da habt ihr recht, Captain. Allerdings verschwenden wir hier unsere Zeit. Wir müssen weiter vordringen. Sie haben uns eine gut gestellte Falle, trotz dessen, dass wir im Untergrund waren, gelegt. Wir haben bei unseren Befragungen jemanden herausgefunden. Er soll wohl im Makropolenkern sein. Bromart, sein Name. Wir müssen vorsichtiger vorgehen, Captain. Die Tau sind berüchtigt dafür, Fallen zu legen, und sie scheinen diesen Planeten gut durchdrungen zu haben. Der Cry würde seit der Nachricht, dass auf sie drauf geschossen wird, sich mal Silent Move-mäßig ungesehen in so einem Bogen in die Richtung seiner Brüder bewegen. Das wollte ich schon die ganze Zeit mal ansagen, aber es kam, hat irgendwie nie dazu gepasst. Deswegen werfe ich das jetzt hier einfach mal rein. Ja, also ich wollte ja so und so, dass wir uns alle 4 wieder sammeln, ja, ne? Das war ja vorher schon angesagt. Aber ich würde gerne mal die Spuren der Salamander schauen, ob das tatsächlich Servospuren sind. Ja, William hat ja auch schon gesucht und nichts gefunden. Wilhelm. Ja, aber ich würde jetzt direkt darauf schauen, ob ich was finde, wirklich, ob irgendeine Form von Kratzspuren oder Stampfspuren oder sonst was dergleichen. Ja, und zu sehen ist. Mal auf Spuren lesen. Hatte Wilhelm ja immer auch schon gemacht, aber könnt ihr machen. Hier spricht wieder Sergeant Savan. Wir haben die Daten geprüft. Es sind 4 Rüstungen unserer verloren gegangenen Brüder. Sie haben die White Scars verfolgt, um sie zur Rechenschaft zu ziehen. Sind die White Scars bei euch? Positiv, ja. Ich schaue den mal an und wir unterhalten uns auf einer allgemeinen Frequenz, sodass der mithören kann, oder? Nee, dir fällt auf, das ist schon eine allgemeine Frequenz, aber er hat die White Scars ausgeblendet. Ja, dann tue ich den mal einbinden. Hier spricht Sergeant Sunwan. Captain Akutai, wir werden euch festnehmen. Ihr wollt mich festnehmen? Ich bin Captain. Ihr seid ein Sergeant. Das ist richtig. Wir werden euch festnehmen. Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ihr schlachtet Zivilisten des Imperiums ab. Deathwatch, führt diesen Befehl aus. Nehmt sie fest. Wir werden später mit Captain Tibias über sie richten. Ich bin Captain Akutai. Ihr könnt mich nicht festnehmen. Ihr habt keine Befugnis über mich und meine Männer. Okay, was ist, kann ich da auf Recht würfeln, was die rein rechtliche Situation wäre? Das kannst du gerne tun. Doch, bestimmt. Ja, was sagt der Kodex dazu? Ja, ich glaube, ist der Kodex selber. Irgendwie, was kann man denn. Irgendwas gab es doch auch. Was allgemein ist ein Adeptus Astartes. Genau, es gibt allgemein ist ein Adeptus Astartes. Das würde das alles abbilden. Das habt ihr auch alle zumindest erlernt. Naja, Brüder, was sagt denn eure Interpretation dazu?
in Kampfhandlungen geht das gar nicht. Da ist die Befehlskette für jeden Orden einzeln und nach der Kampfhandlung kann man sich über so etwas streiten, aber in Kampfhandlungen geht das gar nicht. Definitiv. Sergeant, ihr Befehl ist abgelehnt. Sie sind dazu nicht berechtigt. Wir werden das nach diesem Krieg klären. Bestätigen Sie das? Nicht bestätigt. Wir handeln auf Devise von Captain Tibias. Auch dieser ist dazu nicht berechtigt. Ja, und das haben wir mit dem Captain schon besprochen. Max, du merkst, wo wir wieder durch ein Klicken die White Scars wieder auslädt. Du hattest sie eingeladen, er lädt sie gerade wieder aus. Diese vier Männer haben sie verfolgt. Wir haben den Kontakt mit ihnen verloren und nun haben sie euch beschossen. Nehmt Captain Akutai fest. Diese Frage steht mir dann, warum eure Männer dann auf uns schießen. Also, ich mach mal unsere Frequenz, nur unsere Deathwatch. Brüder, ich glaube, er versucht uns zu sagen, dass die White Scars die vier Brüder von den Salamanders getötet haben, ihre Rüstungen übernommen haben und uns dann angegriffen haben. Stimmt ihr mir dazu? So klingt das. Oder jemand anderes hat die Rüstung übernommen. Halte ich das denn für möglich? Also sagen ja. Die Männer denn da, also weil, wenn die die ausgeschaltet haben, müssten die Rüstungen ja ziemlich zugerichtet worden sein. Die mich beschossen haben. Die hatten Kampfhandlungen, Kratzer, ja. Die hatten auch Folterbeschuss. Das kannst du auch in den Aufzeichnungen sehen. Octavius hatte die weitergeleitet und du hast die auch auf deinem Helm. Du kannst das mal kurz durchlaufen lassen. Die hatten selber auch Bolterbeschuss. Naja, möglich. Wenn man sich das... Ja, ich schicke es euch nochmal. Wenn ihr es euch anschaut, kurz bevor sie das Feuer öffnen. Brüder, wie lange braucht ihr, um in eure Rüstung zu steigen? Naja, kommt drauf an, ob mir jemand hilft. Das Problem ist... Wie lange braucht ihr, um einen toten Bruder aus seiner Rüstung zu holen? Und dann erstmal aus einer Rüstung wieder raus, in einer anderen Rüstung rein. Das ist... Das verging noch keine zwei Minuten. Und wir haben fünf Signaturen der White Scars hier unten gefunden. Nun stehen drei vor euch. Das hieße, könnte schon sein. Aber dann müssten wir die Signaturen der anderen noch haben. Ihr beleidigt mich, dass ihr mich aus euren Gesprächen ausblendet. Eure Beleidigung tut den Gesprächen keinen Widerspruch. Ihr werdet dann wieder aufbrechen, wir sind White Scars. Schnelligkeit ist die Devise. Wir müssen immer noch zur Makropolenverwaltung vordringen und die Höllenmark befrieden. Wir sind nicht befugt, euch aufzuhalten. Korrekt. Damit steigen die drei White Scars wieder auf ihre Bikes und ohne einen Gruß oder eine Erbekundung verschwinden sie wieder in den Gassen. Ihr könnt sehen, dass sie wohl an ihren Bikes auch wieder vier Taugewehre hängen haben. Dann lasst uns hinterher. Das hat eigentlich meine Spurenlesen gebracht. Ich habe drei Erfolge gehabt. Das ist normale Servo-Rüstung, die auch normal getragen worden ist. Okay. Also spricht dafür, dass ein Bruder sie getragen hat. Ja, aber der wusste auch, wie man ungesehen läuft. Also ich meine, eine Servo-Rüstung, die wiegt da drin 800 Kilo und dass man damit keine Spuren hinterlässt, ist schon ein Kunststück. Ist eins von den Chaptern besonders dafür bekannt? Ja, die White Scars. Ah, okay. Die Salamander sind eher nicht dafür. Die wollen gesehen werden. Ja, aber welche White Scars? Welche White Scars wären denn diese vier gewesen? Außer die haben die. Oh, das ist eine gute Frage. Diese. Ich bin ja selber ein Space Marine. Für wie schwierig halte ich das, was die da geschafft haben, also so wenig Spuren zu hinterlassen? Halte ich mich dafür selber in der Lage oder würde ich schon eher das über unseren Scouts vermuten? Nee, also das sind Fähigkeiten. Tordal könnte sowas als Sturmmarine machen, aber Space Wolves sind dafür auch nicht bekannt normalerweise.
Cry kann das. Cry kann das vielleicht sogar noch besser, aber er ist halt auch ein Ravenguard, ne? Dass die arbeiten normalerweise auch alleine und schalten dann irgendwie 10 Leute oder 20 Leute aus, bevor die überhaupt bemerkt haben, was da gerade passiert. Das ist halt auch keine Ravenguard-Taktik. Weil, also wenn der Schuss von der Ravenguard kommt, dann merkst du es nicht, dann bist du einfach tot. Also spricht das schon dafür, dass wir es mit Experten zumindest was das Schleichen in Power Armor zu tun hat. Ja, absolut. Und während ihr gerade diskutiert, gibt es einen weiteren Knall. Es dampft wieder nach Ozon und wieder einmal senkt sich die Platte, auf der ihr steht. Es müssen ja auch irgendwo diese vier toten Salamanders sein dann. Positiv. Wir sollten vielleicht einmal schauen, ob wir da was finden, aber wir sollten auch definitiv weiter. Es ist gerade etwas ziemlich. Vielmehr sollten wir schauen, ob wir die Salamander finden, die uns auf uns geschossen haben und ihnen folgen und herausfinden, ob es wirklich Salamander waren oder nicht doch jemand anderes. Ja, ich denke, lass uns das rausfinden, das ist jetzt, glaube ich, primär. Die Spuren haben wir ja hier und wir können ihr folgen und ich habe sie aufgenommen. Ich glaube auch, also meine Brüder, ich glaube, wir haben wenig Zeit. Positiv. Aber momentan ist es definitiv unsere Hauptdevise, dass wir keinen Krieg unter unseren Brüdern anfangen lassen. Und das ist unsere Hauptmission. Das ist naja, dann sollten wir jetzt dringend suchen. Ja, so, du hattest die Spuren schon aufgenommen. Ihn zu folgen ist wirklich schwierig, aber mit der Hilfe, gerade wohl auch von Cry, wirst du das schaffen. Und so kommst du ganz grob einen Kilometer zurück in die Richtung, an der die White Scars gekämpft haben. Und da kannst du auch erkennen, wie da eine ganze Menge an Leichen liegen. Menschen, die wohl als Zivilisten bekleidet sind. Das ist keine PVS, aber die haben alle Lasergewehre. Also so typische Bergarbeiterkluft oder vom Maschinarium irgendwelche Laien mit irgendwelchen Zahnradsymbolen drauf, haben irgendwas repariert oder irgendwelche Bergarbeiter aus dem tiefen Inneren verdreckte, rußige Gesichter, wenn sie denn überhaupt noch Gesichter haben. Aber die haben Lasergewehre und zwar eine ganze Menge. Sind aber alle tot. Bis dahin führen die Spuren der Salamanders. Es deutet immer mehr darauf hin, dass unsere Brüder doch diese Tat getan haben, die wir vermuten. Lass uns ausschwärmen, nach toten Space Marines suchen, auch nach Ausgezogenen oder nach Rüstung leeren. Ich glaube nicht, dass die Brüder von den Weizgern ihre Rüstung hier gelassen haben. Ja, aber vielleicht die Rüstung von den Salamandern liegen hier möglicherweise auch noch irgendwo rum. In der Tat. Wir müssen irgendwelche Spuren finden, das ist alles so verworren. Dann lasst uns suchen, schnell. Ich suche mal mit Absicht nach Brandspuren, weil wenn ich jetzt daran denke, dass ich Salamander kämpfen, ich vermute ja, dass sie hier gekämpft haben, wenn die ausgeschaltet wurden, ich suche mal nach irgendwas, was nach Flammenwerf oder schweren Flammen halt aussieht. Ist da irgendwas überhaupt in dieser Richtung? Also ihr könnt weiter an der Stelle suchen, großflächig absuchen und wenn du nach exakt solchen Spuren suchst, wirst du die finden, allerdings etwas abseits von dieser Stelle, wo jetzt die Leichen der Menschen liegen. Da wirst du Brandspuren finden und auf einen Haufen gestapelt die Körper von vier schwarzen, ehemals rotglühende Augen Space Marines des Salamanders. Allesamt haben sie Kampfwunden, das sind wohl aber keine Bolter gewesen, sondern Tauwaffen. Das sind die Pulswaffen, die sie ganz typisch benutzen. Dieser Gamma-Blitz, der den vorausgeht und dann sich Löcher in alles reinbrennt. Brüder, bei mir sammeln. Ich habe vier tote Brüder gefunden. Beim Imperator. Sag mir nicht, dass es die White Scars waren. Unklar. Sieht nach. Und ich würde mal mit meinem Fuß eine Leiche nehmen. Naja, sieht deutlich nach diesen Energiewaffen aus, aber... Ich würde mir mal angucken, wie präzise die Schuss waren. Weil die wir bisher bekämpft haben, die PVS mit den Pulswaffen, die haben ja überall hingeballert.
wenn die White Scars diese vier Pulsgewehre benutzt haben, die sie hinten auf ihren ihren Bikes hatten, dann werden die sicherlich ganz gut damit gezielt haben, auf die Schwachstellen im Keramid. Also die Präzisionsschüsse waren vor allem auf die Doppelherzen gezielt. Und zwar, also meisterhaft. Ja, aber das war bei dem ersten Angriff auf uns, war das auch schon so, ne? Die haben auch schon gut geschossen. Aber die haben dir Leben erschossen. Ja, die sind ausgewichen, aber du hast doch auch gesagt, die hätten direkt aufs Herz gezielt. Ja. Naja, sie sind keine schlechten Schützen, würde ich vermuten. Korrekt, Bruder. Die sind zu gut. Zu gut für Menschen. Leute, diese Pulswaffen, können wir die überhaupt bedienen mit unserer Rüstung? Keine Ahnung, was ist meine Einschätzung? Ich meine, wir hatten diese Dinger ja selber in der Hand. Genau. Ja. Kann man. Also die Tau haben ja selber so etwas wie eine Kampf-Armor, so Geistanzüge. Mhm. Die können damit bedient werden. Okay. Also der Finger passt um den Abzug rum und sowas. Es ist jetzt schwer zu sagen, ob das jetzt unsere Brüder selber waren oder doch von diesem Abschaum von Verrätern. Also wir machen auf jeden Fall Aufnahmen von allem, von den Brüdern und von den Wunden unserer Brüder. Und der Apothekarius soll die Gensaat bergen. Das kann er machen. Was ist denn meine rechtliche Einschätzung dazu, dass dir, also der hat ja uns gesagt, die sind hier mit der Absicht hingegangen, die White Scars auf gut Deutsch zu bestrafen. Wenn sie dabei jetzt gestorben sind, ist das im Prinzip schon irgendwie ihr eigener Fehler, oder? Boah, nee, also das war erstmal ein Sergeant, der hat gesagt, er handelt im Auftrag von einem Captain und er soll einen anderen Captain festnehmen. Und ihr seid von der Death Watch. Hm? Ihr seid gar nicht drin in dieser Riege. Octavius würde wahrscheinlich auch aus Ehrgefühl keinen anderen Captain festnehmen. Man hat hier keine Befehlsgewalt. Weder die Salamanders über die White Scars, das muss später geklärt werden. Klar, wenn die jetzt weiter Kriegsverbrechen begehen und Zivilisten abschlachten, ja okay, das ist halt die White Scars-Taktik. Das mag einem nicht gefallen, aber gerade deswegen, normalerweise handeln die Orden ja nicht miteinander. Die werden ja nie miteinander eingesetzt, weil die eben so konträre Positionen zueinander haben. Das ist eben so ein super schwieriges Gebiet. Das ist hochbrisant und politisch. Und wenn das jetzt eskaliert, ihr habt ja exakt, also zumindest die anderen haben den Auftrag, diese Eskalation auf jeden Fall zu vermeiden. Gut, aber jetzt auf gut Deutsch gesagt, dass die jetzt hier vier tot sind, ist auch ein bisschen ihr eigener Fehler, weil sie hatten theoretisch auch kein Recht, den anderen festzunehmen. Und wenn sie das versucht haben, dann werden die den vermutlich aufgehalten haben. Aber die wurden mit Tauber verschossen. Ja, ist richtig. Meine Brüder, wie steht jetzt im Einsatz der Omophage? Das ist eine brillante Idee. Nachdem die Gensaat geborgen ist, machen wir das. Jeder einen. Es klingt grässlich, aber vielleicht ist das die Lösung, die wir bekommen. Haltet ihr es für akzeptabel? Naja, unsere Brüder sind bereits beim Imperator. Ihre Hülle hat keinen weiteren Wert. Und die Saat wurde gesichert. Wenn ihr das tut, verschont ihr Gesicht, um sie nicht zu entehren. Auf jeden Fall. Dann schließe ich mich eurer Einschätzung an. Der Dark Angel Apothecarius kann sich abknien, mit seiner Säge dann anfangen, das Gehirn aufzuteilen, beziehungsweise diesen schweren Carapax zu zerteilen, um dann an das Fleisch der Salamanders zu kommen. So fachgerecht zerlegt, das Gesicht weiter erhalten, nur dass dann eben die Kopfplatte abgenommen wird, wird er dann reingreifen und euch dann jeweils ein graues Fleisch in die Hand drücken. Mit dem Gehirn der vier Salamanders. Mein Bruder, du wirst in mir fortbestehen.